Tomaten vorziehen ist eigentlich recht einfach und macht obendrein noch richtig viel Spaß. Der Vorteil, wenn ihr Tomaten selbst vorzieht, ist, dass ihr eine viel größere Sortenauswahl habt, als wenn ihr Jungpflanzen in der Gärtnerei oder im Gartencenter kauft. Ihr braucht lediglich etwas Platz und Zeit. Und wie es genau funktioniert, erfahrt ihr Schritt für Schritt in diesem Video. Wenn ihr selbst Tomaten vorzieht und anbaut, würde ich euch empfehlen, samenfestes Saatgut zu verwenden. Samenfestes Saatgut kann nämlich im Gegensatz zu F1-Saatgut weiter vermehrt werden. Das bedeutet, dass man nach der Ernte die Samen aus den Tomaten entnehmen und sie in der nächsten Saison wieder aussäen kann. Vielleicht habt ihr ja eine Sorte gefunden, die euch super geschmeckt hat und möchtet sie im nächsten Jahr wieder anbauen. F1-Saatgut ist nicht samenfest. Das bedeutet, dass die neue Saat aus diesen Pflanzen andere Eigenschaften haben kann als die Mutterpflanze. F1-Saatgut kann aber auch Vorteile haben. Oft sind diese Züchtungen ertragreicher und sie sind resistenter bei bestimmten Krankheiten. Ihr erkennt F1-Saatgut daran, dass F1 auf der Packung steht. Also entscheidet am besten selbst, was euch persönlich wichtig ist und sucht nach diesen Kriterien euer Saatgut aus. Es gibt Hobbygärtner, die ihre Tomaten schon im Januar oder Februar vorziehen. Sie nutzen in diesem Fall aber Kunstlicht und pflanzen je nach Wetterlage eventuell schon Mitte April im Gewächshaus aus. Tomaten für das Freiland sollten aber erst Mitte Mai, also nach den Eisheiligen, draußen gepflanzt werden. Für die Anzucht von Tomaten kann man ungefähr mit 2 Monaten rechnen. Damit ist Mitte März für diese Kandidaten ein guter Termin, um mit der Aussaat im Haus zu starten. Und wenn man um diese Zeit mit dem Vorziehen von Tomaten anfängt, dann kommt man an einem hellen Südfenster in der Regel auch ohne Kunstlicht aus. So mache ich es immer. Bei mir haben sich in den letzten Jahren die folgenden Utensilien für die Anzucht bewährt. Anzuchterde, ein Aussaatgefäß, zum Beispiel eine Plastikschale oder ein kleiner Blumentopf, ein kleines Zimmergewächshaus und kleine Anzuchttöpfe. Ich verwende am liebsten 9x9 cm große eckige Töpfe. Anzuchterde deshalb, weil sie nur wenig Nährstoffe hat und das ist für die Anzucht ideal. Plastikschale mit Anzuchterde füllen und etwas andrücken. Kleine Löcher in die Erde stechen und jeweils ein Samenkörnchen pro Loch aussäen. Die Saattiefe sollte ungefähr 0,5 bis 1 cm sein. Am besten lässt man beim Aussäen zwischen den einzelnen Samen etwas Platz, dann tut man sich später leichter mit dem Pikieren. Beschriften nicht vergessen, sonst kennt ihr euch später nicht mehr aus. Dann noch die Aussaat gut angießen. Die Keimtemperatur sollte ca. 20 bis 25 Grad sein. Ich stelle meine Aussaatschalen immer in ein Zimmergewächshaus an ein Südfenster. Das hat den Vorteil, dass die Aussaat schön warm und gleichzeitig feucht bleibt. Täglich den Deckel vom Zimmergewächshaus für einige Minuten zum Lüften abnehmen, damit nicht schimmelt. Ja, und immer mal wieder prüfen, ob die Erde noch feucht ist und bei Bedarf etwas gießen. Die Aussaat darf während der Keimung nämlich auf keinen Fall austrocknen. Passend Temperatur und Feuchtigkeit sprießen nach ungefähr 7 bis 14 Tagen die ersten Keimlinge. Wenn die Samen gekeimt sind, kann man sie aus dem Zimmergewächshaus herausnehmen. Sie sollten dann für die weitere Anzucht bei ca. 18 Grad etwas kühler stehen. Außerdem brauchen die Pflänzchen jetzt sehr viel Licht. Da ich kein Kunstlicht für die Anzucht verwende, stelle ich sie an ein helles Südfenster.
Pikieren bedeutet, dass die Sämlinge vereinzelt und in Anzuchttöpfe gepflanzt werden. Jede Pflanze braucht jetzt nämlich genügend Platz, damit sie sich gut entwickeln kann. Vereinzeln kann man, wenn die Sämlinge nach den Keimblättern das erste oder zweite echte Blattpaar ausgebildet haben. Als Erde in den Anzuchttöpfen kann man entweder weiterhin Anzuchterde oder eine 50-50 Mischung aus Anzuchterde und Gemüseerde verwenden. So mache ich es immer. Wenn man mehr Samen ausgesät hat, als man Pflanzen benötigt, sucht man sich am besten nur die kräftigsten Sämlinge aus. Mit einem Pikierstab vorsichtig die Erde lösen und behutsam einen Sämling herausheben. Ein Loch in die Erde machen und den Sämling einpflanzen. Falls die Tomatensämlinge aufgrund von wenig Licht etwas lang gewachsen sind, könnt ihr sie beim Pikieren gleich etwas tiefer einpflanzen, und zwar bis zu den ersten Blättern. So können sich auch am Stängel noch weitere Wurzeln ausbilden. Und so sieht es nach dem Pikieren aus. Jedes Pflänzchen wächst jetzt alleine in einem Anzuchttopf. Was ich gelegentlich auch mache, ist, die Sämlinge zunächst in eine Anzuchtplatte zu pikieren und erst später in einen Topf umzupflanzen. Das ist zwar ein Schritt mehr, hat aber den Vorteil, dass man am Anfang nicht so viele einzelne Töpfe rumstehen hat und etwas weniger Platz braucht. Wenn man genug Licht hat oder mit Kunstlicht arbeitet, kann man auch gleich in eine Anzuchtplatte aussäen. Also einfach so, wie es bei euch halt am besten passt. Hier sind die wichtigsten Tipps, wie ihr nach dem Pikieren eure Pflänzchen pflegen solltet. Nicht zu viel gießen. Haltet eure Jungpflanzen eher zu trocken als zu nass. Natürlich nicht verdursten lassen, aber nicht überwässern. Gießt am besten nur von unten in die Wanne oder Unterlage, wo eure Töpfe drinstehen, damit die Oberfläche der Erde trocken bleibt. Man kann die Erde auch mit einer Schicht aus Quarzsand bedecken, damit graue Mücken ihre Eier nicht ablegen. Düngt nach 2 bis 3 Wochen ein wenig mit Flüssigdünger, aber nur mit circa der Hälfte der normalen Dosierung, wenn ihr Anzuchterde verwendet habt. Bei einer Mischung mit Gemüseerde reichen die Nährstoffe in der Regel etwas länger. Also Pflanzen einfach beobachten und auf jeden Fall düngen, wenn die unteren Blätter anfangen blasser zu werden. Bisher sind eure Tomatenpflänzchen geschützt in der Wohnung aufgezogen worden. Sie kennen also keinen Wind, keine Sonne und keine Temperaturschwankungen. Deshalb müssen die jungen Pflanzen jetzt Stück für Stück an das Klima draußen gewöhnt, also abgehärtet werden. Wenn es ab Mitte, Ende April schön warm und sonnig ist, stelle ich die Jungpflanzen tagsüber immer mal wieder nach draußen. Neben dem Abhärten hat dies zusätzlich den Vorteil, dass die Lichtverhältnisse draußen besser sind als in der Wohnung. Passt beim Abhärten auf, dass die Pflanzen am Anfang nicht gleich für mehrere Stunden in der prallen Sonne stehen. Stellt sie zunächst nur in den Schatten und gewöhnt sie täglich Stück für Stück immer ein klein wenig länger an die Sonne. Ja, und hat beim Tomatenvorziehen alles gut geklappt, könnt ihr euch 2 Monate später über kräftige und gesunde Jungpflanzen freuen, die ab Mitte Mai dann draußen eingepflanzt werden können.